Hedge Bürger hat sich gefreut, ey. Warte kurz, so. Jetzt höre ich euch wieder. Was war? Zwei fetsche Bürger haben wir gerade gegessen, übrigens. Und was hat, der Helle gesagt? Wie man das ab 18 ausstellt bei Twitch. Ja, das weiß ich nicht. Stimmt bei Channel, hier beim Dashboard irgendwo. Ja, das dachte ich. So, Herr Credit. Warriors Round Shield. Ach so, das Schwert wollte ich mal austesten, da hast du recht, das war cool. Hast du den Artikel gelesen mit der alten? Das müssen wir überprüfen. Ja, das überprüfen wir auch gleich. Sofort. Ah, das kannst du noch nie nehmen. Siehst du das? FB. Ach, das sind Zauber. Zane, Bietend. Das ist was zum Zaubern, oder? D und E brauche ich. Load. Ja. Equipment Load. Vitality muss ich machen. Oder ich ziehe was anderes an. Was leichteres anziehen könnte ich auch dann. Was ist E? E ist Dex, oder? Das steht genau. Ne, ist nur Equipment Load. Warte mal kurz. Was schön leichtes anziehen. Meiner kostet 4,8, der ist 3,1. 3,6. So. 1,7, hier kann ich nicht mehr viel rausholen. 1,4. 1,3. Der ist schon gut mit 1,7. Hosen, vielleicht ein paar andere. Hosen werden ein Haufen Gewicht erwerben. 8. 8,8, aber hier vielleicht. So, und jetzt, wenn ich das Schwert auswähle, wüsste ich ja genug. Kann ich es immer noch nicht nehmen, irgendwas fehlt mir noch. Equipment Load passt da aber eigentlich. Brauch noch was anderes. Ah, 16 Zaubern unten rechts, siehst du es? Ach, 16 brauchst du Zauberei, ne? Hm. Naja, gut. Da haben wir das geklärt, dann gehe ich nochmal zu der alten, ob die jetzt Titanit-Chart hat, das gucke ich dann noch. Die haben eigentlich was gelassen. Ah, hier ist jetzt wieder neu. Anscheinend, weil ich was aufgemacht habe, sind hier zwei neue. Siehst du das? Die drei Dinger sind wieder da hier. Und hier sind jetzt auch wieder drei Dinger, geil. Die waren vorher weg. Muss ich überall nochmal hin hier anscheinend. Deswegen sind nur die ganzen Türen aufgegangen. Dachte nämlich immer, ich komme immer wieder zurück. Muss ich nochmal hin hier dann auch. Und mein Dashboard, ich habe wieder PUBG eingestellt, wirklich als Spiel. So ein Schwachsinn. Warte mal kurz. Muss ich nur umstellen. Wenn er nicht gemacht. Dashboard. Nö, ist nur Dark Souls 3 eingestellt. So kann ich es ja lassen. Perfekt. Seht ihr dort? Dark Souls 3, perfekt. So, hier steht Dark Souls 3, ne? Mhm. Auch sonntags wird gestorben. Ah, Harme. Hat die immer noch nie, ey. Dann. Warte mal, lass mich mal reingucken, bitte. Lass mal das Menü offen. So eine schwarze, längliche Sache ist das. Guck mal bei anderen. Nicht bei Materials, sondern vielleicht bei was anderem. Ich guck bei allem hier. Hier ist alles. Bei Tools? Bei allem guck ich. Alles, was die hat, hab ich jetzt. Er hat ihn nie. Ashen One. Beast.
die haben. Da hast du dir echt irgendwie diese eine Asche noch nicht gegeben. Deswegen sind hier auch noch zwei Bosse. Sag, guck mal bei Cell Item. Aber hier sind noch Halfway Footress und so. Ist was du dir geben kannst, Cell. Alles kann ich dir verkaufen, alle Waffen, alles was ich habe. Ich würde jetzt hier mal nochmal gucken an eins von den beiden oder hier nochmal alles zeigen. Wo soll ich denn hin? Wo ich war oder nochmal zurück? Weil hier sind noch zwei Sachen auf jeden Fall, sonst wären diese Symbole nicht dahinter. Ich weiß es halt auch nicht genau. Hauptsächlich Footrest oder Crystal Sage? Crystal Sage war, wo die Blume war, glaube ich. Na, ich gehe erstmal nach hier mal gucken. Scheiß drauf. Zum Beispiel der Fahrstuhl hier, der musste eine Bewandtnis haben, weil ich gehe immer hier hinten lang. Und hier hinter dem Typen ging eine Tür auf. Und dann kann ich der andere Weg, hier war der andere Typ, wo es die Treppe hochgeht. Da habe ich dort oben noch zwei Ritter, die wollte ich mal besiegen. Weil da ist so ein komischer Altar. Da gehe ich jetzt mal hin, zeige ich dir nochmal. Die beiden Ritter habe ich noch nie besiegt, halt. Da wollte ich mal. Kommt hier gleich wieder das Vieh raus, ey. Und hier habe ich mich, hier kommen zwei. Weißt du, was das ist? Ha? Die Symbole? Ha? Zeigen an, dort sind gerade andere Spieler drin. Oh, mit Ember, die du invaden kannst. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist gut, dass du das mal entmystifiziert hast. Ja, das sind Menschen. Kleine Menschen sollen das sein. Dort kannst du gerade invaden viel, so, das zeigt dir das an. Ne? Oder invaded werden halt, je nachdem. Na gut, wissen wir das auch. Alter, will ich mich verarschen? Hier an den Altar, den wollte ich nochmal, den habe ich noch nicht so richtig ausgekundet, schaftet. Da weiß ich halt nicht, soll ich doch mal alles fertig machen hier? Hier bin ich dann rein. Ich muss mal. Hier ist nämlich wieder ein Fahrstuhl gewesen. Und hier oben war jetzt der Zwiebelritter. Und da hat mich dann der Zwiebelritter dumm vollgelabert, dass hier ein geheimer Weg ist. Und dann war da gar keiner. Und hier sind wir ganz am Anfang raus. Hier kannst du dich erinnern, wo wollen wir hier hoch? Ja, ja. Und da frage ich mich, warum das aufgegangen ist. Warum? Also das verstehe ich halt nicht. Es ist halt offen, geil, das ist das Tor, alles klar. Na, jetzt sind in dem Level wenigstens alle Türen offen. Hm. Na, und dann, warte mal. Hier kam der Zwiebelritter, genau, der hat hier gestanden. Dann habe ich mit dem gelabert. Und da war hier ein Ding, da bin ich drauf gegangen, dann ist das runtergefahren. Und dann bin ich runter und habe das wieder hochgefahren, aber das ist das hier. Das kann ich hoch und runter fahren, das Ding.
Aber hier kommt man auch nicht drauf. Ich habe schon probiert, da hinzukommen, kommt man nicht hin. Und das hier ist weg. Jetzt. Und ich muss da drüber irgendwie, weißt du? So drüber will ich. Und da weiß ich jetzt nicht genau halt. Das Tor hat hier auch aufgemacht, das ist dort unten. Und hier komme ich nie weiter halt. Und hier ist irgendwas. Da dachte ich, dass man hier irgendwie rüberkommt. Aber hier ist nicht. Und nicht. Ich will auch keinen Unsichtbaren. Kannst du schon gucken, wie Leute hier immer runtergesprungen sind, so. Da muss man ein Item haben, bestimmt. Da kann man unsichtbare Wege gehen. Das kann auch sein, ja. Das ist wie im ersten Aber Teil, da gab es ja auch so einen komischen meine Theorie. Eislevel dort bei dem schuppenlosen Drachen. Meine Theorie ist halt, ich brauche einen Hebel, dass ich das Ding wieder hochfahren kann hier. Dass ich dort rüber komme, weißt du? Irgendwo Ja. muss da ein Hebel sein und den muss ich finden, denke ich mal. Gehen wir mal unten gucken, oder? Dort drüben. Lager noch was im Wasser ganz hinten, wo der eine war. Ne, das täuscht, das wo die Tür offen ist, na, das sieht immer so aus, als ob das was liegt, aber Ach das ist bloß so. die offene Tür oder so. Ja, ich gehe nochmal da drunter jetzt auf jeden Fall. Weil hier raus brauche ich nie, oder? Nee, das ist ja Dachweg und alles, ne? Ja, ich geh nochmal runter, dort gucken, ich brauch, muss einen Hebel finden für das Ding irgendwie. Jungs, ich bin mal unten im Stream-Dings hier, weil ich mache jetzt Pillars of the Earth einfach, aber da geht nicht mit eurem Gequatsch, ich glaube. Jo, streamst du jetzt auch, ja? Ja. Ich wollte eigentlich gerade dort machen. Naja, ich muss die Welt mal besiegen. Ich will mal gucken, was dort an dem Schrein ist halt. Das hat mich vorhin schon gewurmt. Na, hallo? Dort hinten halt habe ich gedacht, da liegt auch was, aber das ist bloß die Tür, die aufsteht. Vielleicht muss ich dort raus oder was? Ist das Zeichen dafür oder so? Kann wohl sein. Aber ich würde gerne die beiden Typen hier besiegen, um dann mal an dem Altar zu gucken, weil dort muss ja irgendwas sein. Der ist übelst krass hier, der mit dem Schwert. Doppelhändig dreimal zuschlagen, vielleicht von hinten, den ersten gleich mit drei Schlägen fertig machen und dann den zweiten irgendwie ausgreifen. Aber die beiden würde ich schon gerne besiegen, weil ich will mal in Ruhe an dem Altar gucken halt. Könnte so hinten weitergehen irgendwie. Eigentlich dort oben hatte ich dir alles gezeigt. Da war an der alte. Ja, die beiden muss ich schon mal besiegen, das stimmt schon. Um mal zu gucken, was dort los ist.
Bistub war es einmal da. Könnte sein, aber dort könnten halt da hinten noch irgendwelche Wege sein. Irgendwie sieht das so aus, so komisch. Ich mach erstmal die ganzen. Ja, wie vor uns. War schon rumstehen. Vorarbeiten so, ne? Endlich probieren, ne? Ein dritter irgendwo. Ah, hier. So kann ich nicht. Wenn du mich auch versuchen vorbeizuschleichen. Dort hinten ist einer, ich der campt. Bim, dahinter geht's weiter. Na, nur sag ich da. Geil. Ah, Boss, alles klar. Na, endlich. Ja, den musst du erstmal finden. Aber ist schon. Oh, was ist hier? Abartig ist was geht denn? Alter. Wie viele waren das? 50 oder was? Tiefen der Tiefe. Vom Feuerbomben reinknallen. Ja. Das geht schon, ist reinbar. Kann man grinden. Nur ein paar Fette dabei, wie es aussieht. Irgendwie zieht es bei den Bossen nicht dran. Ja. Trotzdem erstmal alle umbringen, oder? Kann sein. Vielleicht hören die nie auf. Die können. Werden schon weniger bloß. Das ist ja hier der Boss. Hätte. Nee, so nicht. Oh, die stehen echt wieder auf.
Irgendwas musst du anders machen dann, ne? Letztes Mal, du brauchst eine Zauberwaffe vielleicht, oder... Oder anders draufhauen. Was ist denn das für komische Fallenstellen, die dort überall rumstehen? Tja, das ist jetzt... Das wäre nicht weniger, ne? Mal gucken, ob hier draußen irgendwas ist. Dann mal eben mal rum, ob hier irgendwas hier. Diese Ständer meine ich hier, diese Herzständer. Die sehen so merkwürdig anders aus. Ja, ich guck ob deine mal. Irgendwas muss hier... Ich sehe keinen Eingang zurück an dem Ding. Nee, ich auch nicht. Muss vielleicht ein Rüchen erwischen. Einer von denen ist gleich und ich habe das noch nie gefunden. Das ist mysteriös. Guck mal, ob ich irgendeine heilige Waffe oder sowas habe. The congregation of clerics defends a roaming soul that is eventually revealed to be the Archdeacon. Keine Ahnung. Okay, also muss ich so lange Typen umbringen, bis er sich zeigt. Oder so. Hollow Slayer Greatsword ist die beste Waffe für die. Dark, Magic, Bleed, Poison und Toxic ist er immun. Aber was du genau machen musst, steht dir trotzdem nicht. Na, den ersten Satz, den du vorgelassen hast, soll so lange Kleriker töten, bis er sich revealed. Bis es sich zeigt. Congregation of Clerics defends a roaming soul that is eventually revealed to be the Archdeacon. Eventually, also ich muss die so lange töten, bis die roaming soul rauskommt. Was? Merkwürdiger Boss. Aber ist nie weit, das ist gut. Wenn du optional irgendwie alle Clerics besiegst, kriegst du die kleine Doll. Die gibt dir irgendeinen Zutritt zu einem geheimen Areal. Small Doll. Ja, das da musst du alle irgendwie töten. Ich glaube, da braucht man so eine heilige Waffe oder sowas. Mehrmals musst du die bestimmt töten. Oder mehrmals, kann auch sein, ne? Lauern die Mistviecher. Das ist der Rote! Da ist ein Roter bei denen, der ist es! Okay.
ein Rotleuchtender rennt zwischen denen rum, so, hm. Der, den musst du schon, ich ja schon gesehen, die anderen sind alle nur zur Ablenkung da. Der hat so rote Flammen um sich rum. Alles klar. No. Ein rot geflammter. Den kann ich schön guiden. Für Schläge, wegrennen. So in der Mitte, der ist es. Ich muss erstmal wieder auseinanderziehen, wenn die alle auf einen Haufen sind. Scheint ja ein einfacher Boss zu sein, aber. Ja, weiß man. Also, stimmt nur irgendwas im Petto. Oder so der rote. So ein rot, genau, der noch. Ja, ich muss den mehrmals töten. Jetzt hat er was abgezogen gekriegt. So. Den ungefähr so 10 mal töten. 10 mal könnte sein so. Das nicht. So Revieren halt so rot. Ich weiß nicht, ob das so weit dauert immer oder ob der. Ah, der wechselt zwischen den. Hier ist er wieder. Ah, hier war er wieder, ne? Seele, die schwirrt rum so, so. Böse Seele, hab ich. Exorzisten hab. Irgendwie ist nur ab und zu in einem drin, krass. Das ist echt mal ein ungewöhnlicher Postbedarf so. Die auseinanderziehen irgendwie. Komme ich nie an den Rand, das sind zu viele.
Respekt und ein Geduldsspiel bei dem Scheißspiel. Was ist passiert? Jetzt wird er bestimmt groß. Ja, Homo. Jetzt schreit er ganz schön rum die ganze Zeit, oder? Und seine Kumpels kommen auch nicht mehr hinterher irgendwie so. Boah, was hat er denn jetzt? Chaos, irgendwas Heftiges hat er jetzt gerade auf mich. Alter Schwede. Alter. Oh, hier ist dunkel. Hilft mir, ich sterbe, Ben. Heftigste Wolken. Verflucht und oh, geil. Geiler Tod, aber guck mal, wie ich da liege. Oh. Verflucht. Oh, geil. Naja, also, da hast du Klarheiten. Ich muss gleich drauf anscheinend, wenn ich einen der zweiten Phase habe. Aber habe ich nicht einen Kürstring, irgendwas? Nee, hä? Hattest du, glaube ich, doch, doch. Irgendwas Kürst hattest du schon. Look, ja. Boah, der Chlorophantenring ist auch gut, der macht das Grüne schneller. Ja, den hast du schon an. Nee, ich hab leider nicht passiert dagegen, hell. Schade. Schade. Aber da gibt's doch Most oder sowas. Ja, ja, das wollte ich gerade nochmal gucken. Irgend so ein Fürst, Chaos, Anti-Chaos-Zeug. Das wäre auch zu schön gewesen. Mussten besiegen, ja, ja. Bevor der Kurs durch ist. Naja, das ist glaube ich ein Schnelligkeitsding dann, ne? Aber
Gegen wen kämpfst denn du? Du musst das überleben irgendwie. Irgendwie muss man das überleben können. Ich habe schon fast gedacht, wenn der halb runter ist, dass da noch was kommt. Ja, ich... noch was? Wo? Unsere Treppe, ich glaube, hat was geleuchtet, oder? Kann er mal gucken. Wenigstens schöne Vogelmusik hier. Hallo? Amino. Ich hab mal kurz auf den Chat geguckt, ob jemand da ist. Nee. Danke. Ei, ei, ei.
Ja, aber ich glaube, ohne den Körper, dass das. Muss auf jeden Fall gleich attackieren, wenn der mutiert. Denn jetzt hat mich der Kürz erwischt. Die heilen den auch, na? Die einen Typen heilen den auch ein bisschen. Naja, boah. Kannst du schon immer ein paar Minuten einrechnen, hier bis irgendwas kommt. Am Anfang dachte ich, oh, ein schön leichter. Machbar auf jeden Fall, aber wird krass halt noch. Ich dachte, schön leichter Gegner, weißt du, hier bloß ein Bock. Das hat mich die ganze Zeit schon gewundert. Mm. Das wäre nie möglich, so ein leichter Gegner. Ich muss immer kurz ein Pausenbeat reinmachen hier in Rogen, das ja. War heftig. Guck mal kurz bei Hölle rein. Genau.
Den Scheiß. Das Spiel kenne ich, was Hölle spielt. Ist aber nicht so der Hit. Ja, ja, ich kenne das Buch. Wird Hölle gar nicht durch, den sind Haufen Rätsel drin, so. Das wird ja gar nicht peilen, stimmt. Welche, die den Hai und so, die haben das Leben in der Hand nach oben. Hai oder Tiere waren das. Viecher machen wegen den Kürzen. Na nur hochhalten, nur heilen.
der neue, die Sau. Oh, jetzt hat es mich wieder richtig gelöst. So mies. Oh. 13.000 Hammer. Oh, herrlich. Also wieder mit dem letzten Drücker, mit dem letzten Estus, mit dem letzten Helf. Oh. Muss ich wirklich erstmal in Rogen jetzt dann. Das war gut. Das war gut, ne? Wunderschön, gleich leveln, das müsste irgendwo ein Feuer jetzt sein, ja, oder? Ja, ich gucke mal hier rum. Licht aufgegangen jetzt, oder was? Also auf jeden Fall ist die Snow doll Feuer, übelst ja. Wichtiger als Item halt, ne? Oh, wie geil. Gleich leveln. Das war doch mal schön, jetzt wieder mal. Das war schön. Vitality oder rote Leiste, hä? Super. Eher Traglast, sehr gut. Traglast, ja. Rote Leiste wäre auch mal schön. Rote Leiste kannst du auch machen. Welcome home, Speaker. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from. Let these souls become. Obwohl Dex auf 20 könnte ich schon machen, oder? Weiß ich jetzt nicht, aber ja, geht auch. Dex ist auch immer gut. Endurance oder Dex halt noch. Ich habe eigentlich gleich wieder ein Level. Wie viel? 3000. Könnte ich hier noch ein paar Seelen posten? Wenn du noch ein paar Seelen einstecken hast. Das sind 500. Ich weiß nicht, was die anderen wert sind. Die sind. Die wert. Über 100, die sind 200, 400. Könnte ich schon ein paar poppen. So. Da. Die ganzen billigen Seelen, die finde ich ja überall. Welcome home, speak. Very well. Then touch take no. Was? Welcome home, speak. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Mach denn der Typ? Farewell, Ashen One. Mach denn der war irgendwie gebackt oder so? Der tanzt. Welcome home, speak. Der muss scheißen. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Er was? Loxan. Er was?
hier im Moment nicht gerade. Farewell, Ashen. Mach ich mal eine Solo, könnt ihr euch dann mir überlegen. Geht's denn hier dann weiter, auch Ben? Tja. Oder? Im Schneefeld? Das mach ich Hunger, aber das ist ja die, ist ja die DLC, denke ich. Du kannst jetzt mit der Small Doll auf jeden Fall was machen, aber das müsste ich jetzt lesen, es wäre gespoilert, ich weiß nicht. Nee, lass mal, ich guck mal, hier muss ja irgendwo noch. Also das, was du von dem jetzt gekriegt hast hier, Small Doll, dann lest das mal, guck mal im Inventar nach, was die kann. Da muss da was dastehen. Irgendwas mit den Boreal-Typen hatte die zu tun, glaube ich. Irgendwo muss es da noch einen dritten geben oder sowas, oder ich weiß es nicht. Ich sehe die jetzt auch gerade immer noch nicht. Du hast, ich habe es auf jeden Fall gesehen, dass du die gekriegt hast. Ja, ich habe jetzt einen Large. Aber Small Doll muss es da auch irgendwo sein. Silverwerk Doll, das war gegen Jungs, Squire. Wird nicht gerade dazu. Also die ist irgendwie jetzt, irgendwas öffnet die oder gibt, irgendwas macht die halt mit dem Ding halt, steht, stand da die. Irritrill, das sind die Boreal Valley Typen irgendwie, ne? Cross the Barrier irgendwie, das, die bringt dich irgendwo durch. Listen carefully and you can hear it say, wherever you go, the moon still. Ah, irgendwas macht die, ne? Aber wo jetzt, weiß ich auch nicht genau. Give to Looted und der Sultan. Achso, ich kann dem Dings, genau, das kann ich gleich mal machen. Ich kann Siggi dann noch die Seele geben von dem Boss, den ich gerade getötet habe. Schmied. Dann kann er wieder irgendwas craften. Was no. Neues. Ist irgendein Lagerfeuer Boreal Valley oder so? Ja, Boreal Forest haben wir hier. Da können wir dann irgendwann mal hin. Dort müssen wir als nächstes hin, glaube ich, noch. Schätze ich mal. Unter die Treppe. Also, ne, ich hab vor uns was leuchten sehen. Ne? Dranghammer ist geil. Hab ich da. Ich will nochmal was probieren, wenn ich das Ding runterlasse, ob das andere hochgeht.
so, eigentlich müsste es dafür einen anderen Hebel geben. Eigentlich so funktioniert Dark Souls nicht. Also, die Sache macht man eigentlich immer nebenbei und dann ist da was dran. Aber das ist ja komisch, dass es jetzt wieder runter geht, weißt du? Jetzt ist es nur unten wieder, ne? Und ich brauche aber das hier. Runter. Das andere kriegt einen anderen Hebel. Den hier, den Hebel für das Ding. Dass ich da drüber komme. Ja, ich weiß, ne? Den gibt's irgendwo anders noch. Oben auf der anderen Seite, wo man jetzt halt noch nicht hinkommt, ist der bestimmt. Muss er sowieso mal hier lang irgendwo. Ja. Ich hätte jetzt das andere oben gelassen. Also so wie das, jetzt hast du wieder quasi den Ursprungszustand bloß hergestellt. War ja unnötig, da hatte ich mal so einen Zauberer umgebracht irgendwann. Jetzt bin ich ja hier oben auf der Seite, oder? Ja, also. Jetzt reingefallen, ach so. So richtig werde ich hier in der Nähe. Ich gehe mal ins Boreal Forest. Welle. Oder was? Was ist denn eigentlich mit dem Typen gewesen, der dort mal rumgesessen hat? In der Schlucht, mein... oder? Hm. Hier hast du noch was eingesammelt, ey, fast vergessen. Nur mal Estus Flux unten auswählen und nie sehen. Was bedeutet denn das Symbol jetzt links dort zum Beispiel wieder? Irgendwie sowas zu bedeuten. Na, dass dort Menschen sind. Nach rechts sind die Menschen, denke ich, und links. Ah, da sitzt einer, das sieht aus, als würde einer sitzen. Wo bist du gerade, heißt das? Hier, Board of the Boreal Valley, und das ist es, Boreal Valley. Das Symbol heißt, dass du dort gerade bist. Okay. Genau, Board of the Boreal Valley, dort hin, genau. Und dann irgendwie. Häng halt übelst hinterher wieder hier. Ach ja. Ach ne, hier fliege ich ja bloß hin. Jetzt mit den Typen. So. Ach, tja. Kann hier nochmal gucken, eine kurze Go-Runde einlegen. Wo hier war, glaube ich, auch nicht mehr.